So, liebe Triathlon-Freunde, der Renntag rückt näher und das gute Stück oder die guten Stücke müssen bald eingecheckt werden. Und wir haben gesagt, wir schnappen uns einfach mal ein Rad und gucken mal, wie so ein Setup aussehen könnte hier für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Denn der Kurs ist, naja, er ist speziell, er hat seine Herausforderungen und dann gibt es so ein paar Sachen, an die man da denken kann oder sogar muss in bestimmten Fällen. Und das gilt natürlich nicht nur für Hawaii. Das ist für viele Rennen anwendbar, auf jeden Fall für Langdistanzen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir schnappen uns mal ein Bike und gucken mal, an was man hier denken kann. Wir fangen ganz unten an, bei den Reifen, die Kontaktfläche zum Boden. Bei den Breiten, da gibt es im Prinzip nicht so wahnsinnig viel, über was man sich da Gedanken machen kann. Standard ist mittlerweile 25, 28 oder 28, 28 hinten auf jeden Fall. Könnte man breiter machen wegen des Rollwiderstands. Das ist auch so ein bisschen Vorliebe und auch was auf die eigenen Felgen passt. Darum geht es hier aber gar nicht so. Es ist eher um die Entscheidung, wie viel Pannenschutz möchte ich mir gönnen? Für die, die hier ganz vorne landen wollen bei der WM und die richtig was vorhaben, da muss man natürlich sagen, Leichtlaufreifen drauf und dann das schnellste Setup, was geht. Wenn man bereit ist, dieses Risiko einzugehen, dass man sich dadurch vielleicht auch mal einen Platten einfahren kann. Denn es geht hier über den Highway und der ist natürlich nicht sauber gefegt und sauber geleckt, dass da liegen schon mal Steinchen überall. Wir waren heute draußen auf der Shoulder, auch überall mal Kiesel und so weiter. Wie das am Renntag aussieht, das weiß man nie so genau. Und deswegen muss man sagen, wenn man ein bisschen auf Nummer sicher gehen will, dann vielleicht nicht den leichtest laufenden Reifen, sondern einen, wo man auch noch eine gewisse Pannenschutzschicht mit eingebaut hat, um einfach da ja, ein bisschen Backup zu haben gegen ja, kleine Scherben oder Steinchen, die auf der Straße liegen. Die große Entscheidung ist dann natürlich noch mit Schlauch, so wie es hier ist jetzt, haben wir einen Schlauch eingezogen oder man fährt tubeless. Die Entscheidung, die kann man eigentlich wirklich abnehmen. Es gibt Argumente pro und contra. Meine ganz persönliche Meinung, wenn man sich diesen ganzen Hassel mit der Milch und Pannenschutzflüssigkeit und so weiter geben will, dann bringt tubeless natürlich noch dieses kleine bisschen mehr an Sicherheit. Wenn man irgendwo drüber fährt, kleinen Schnitzer hat, die Milch spritzt raus, zack, ist es sofort wieder versiegelt. Ganz persönlich, ich würde das immer eingehen, diese Arbeit, und würde sagen, das mache ich einfach, um die Sicherheit zu haben, einfach, ja, dass man da auf Nummer sicher geht. Aber wer sagt, das will ich alles nicht, der sollte sich einfach einen sehr ja, leichten, vielleicht einen TPU-Schlauch, einen Aerotan-Schlauch da reinziehen, dass man einfach ja, möglichst guten Rollwiderstand erzielt, trotzdem leicht noch dabei ist und ja, einfach da auch ein schnelles Setup unterwegs hat. Das Ganze muss natürlich irgendwo drauf, auf die Felgen. Und hier haben wir eine kleine Besonderheit. Wenn man sagt immer das schnellste Setup, was man haben will, dann würde man eigentlich fast immer sagen, vorne 80 mm Felge, hinten Scheibe. Scheiben sind auf Hawaii aber verboten. Da sagt der Veranstalter, nein, wir haben hier mit so viel Wind zu rechnen, das kann richtig, richtig heftig darüber wehen, keine Scheibe. Und dann muss man dann so ein bisschen gucken, was traue ich mir zu, wie sind die Wetterbedingungen und auf welche Kombinationen möchte ich setzen. Die Profis werden auch hier immer versuchen, alles rauszuholen. Die haben im Zweifel ja auch mehrere Laufradsätze. Die können ja aus allem wählen, die können sich zusammenstellen. 80-80 ist eine Kombination, die heute zum Beispiel, na, ich würde mal sagen, für gute Radfahrer kein Problem. Wer aber ein bisschen unsicher ist, da warst du heute oben schon kurz vor Havi, da hat es schon ganz schön geweht. Da muss man schon sein Rad gut im Griff haben und das gut festhalten, damit man das fahren kann. Denn eins darf nicht passieren. Es darf nicht sein, dass man bei starken Winden ständig aus der Aero-Position rausgehen muss und an Basebar greifen. Denn damit macht man sich jeden Gedanken, den man sich vorher über Aerodynamik gemacht hat, garantiert zunichte. Diesen Widerstand, den man dadurch erzeugt durch die aufrechte Haltung, das kann man durch keine Maßnahme wieder reinholen. Also, oberste Maxime muss sein, ganze Zeit in Aero-Position, außer vielleicht an den ganz steilen Anstiegen, da kommen wir noch zu. Und wenn man das halten kann, ja, dann so hoch wie möglich. Also, wie gesagt, 80-80 war heute okay. 60-80 ist aber immer noch eine sehr, sehr aerodynamische Kombination. 60er Vorderrad ist einfach viel, viel leichter zu handeln als noch höhere Felgen. Und da muss man sich dann schon überlegen, gerade wenn man zum Beispiel sagt, ich habe nur einen Laufradsatz, ich will mir nur einen leisten oder ich kann mir nur einen leisten und ich will auch gar nicht mehrere Sachen mitschleppen, weil das ein riesen Hassel ist und ich muss mich entscheiden. Da muss man vielleicht schon beim Kauf überlegen, ob nicht vielleicht die Kombination 60-80 ja, die beste Allround-Kombination ist. Und ich habe es vorhin angesprochen, der Kurs
hat fast 1800 Höhenmeter. Und die kommen ja nicht durch einen riesigen Anstieg oder einen steilen Berg zustande, sondern das sind ganz viele Wellen auf dem Highway oder auch hier schon in der Innenstadt von Kailua Kona und dann vor allen Dingen nachher der Anstieg nach Hawi hoch. Ja, was haben wir da für einen Berg in Anführungszeichen? Für uns Norddeutsche sind das natürlich Berge, für andere sind das Wellen. Es ist nie so, dass es so steil wird, dass man sagt, ich muss jetzt hier eine besondere Bergübersetzung dabei haben. Da tut's das alles. Man kommt überall hoch. Das ist nicht das Problem. Man muss sich nur überlegen, wenn es Kandidaten gibt, die sagen, ich will One-By fahren zum Beispiel, also nur ein Kettenblatt. Da muss man das natürlich so abstimmen, dass einem das nicht jeden Stecker zieht. Die andere Überlegung ist eher, wenn man die Möglichkeit hat, und das werden wir dann auch bei den Profis sehen, ist, was mache ich mir vorne an der Kurbelgarnitur für ein Blatt drauf. Das große Blatt, das berühmte, das haben wir schon bei den Männern diskutiert in Nizza und das wird auch hier diskutiert. Und da muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass es dann von Hawi schon richtig runtergeht. Dieses berühmte Stück, wenn man da Gas geben kann, wenn die Winde nicht so sind, dass es schwierig wird, aber für die Profis ist das in der Regel kein Problem. Die geben dann natürlich richtig Gas. Und wir haben heute Morgen zum Beispiel gehört, Laura Philipp wird zum Beispiel zum ersten Mal in ihrer Karriere hier ein 56er vorderes großes Blatt auflegen, weil sie sagt, da muss drauf getreten werden. Und ja, für Age Grouper haben meistens sowieso nicht die Wahl. Da wird das genommen, was drauf ist. Und das sollte in der Regel sowieso so ausgelegt sein, dass man ja gut die Berge hochkommt, aber trotzdem nicht ständig im härtesten Gang, den man hat, fahren muss. Denn optimal ist natürlich, dass die Kettenlinie ja gerade läuft und nicht ständig auf dem kleinsten Ritzel ist. Denn dann haben wir ein bisschen Kettenschräglauf, das bedeutet Verlust. Also es optimaler ist, wenn man trotzdem, dass man richtig reintreten will, noch nicht ganz im letzten Gang ist, dass man so Reserven da hat. Was ist noch zu beachten? Ganz großes Thema hier ist natürlich die Flüssigkeitsversorgung, die Ernährungsstrategie. Und da gibt es natürlich ja, 100.000 Möglichkeiten, je nachdem, wie man das machen möchte und was man sich für eine Ernährungsstrategie ausgedacht hat. An was man immer denken muss, ist, und das wäre so mein persönlicher Tipp, ist, ich würde Energie von Wasser trennen. Denn Wasser muss man hier an einem heißen Tag sehr, sehr, sehr viel nachtanken. Das heißt, man muss sich irgendwie überlegen, ich brauche einen Tank oder ich muss eine Möglichkeit haben. Das ist auch ja, sehr individuell, was man für Vorlieben hat und auch was man für ein Rad hat. Einen Tank oder eine Flasche haben vorne, wo ich immer schnell austauschen kann, wo es einfach nur um Wasser geht. Hier ist es so gelöst, ich habe hier sogar zwei, bei diesem Fahrrad habe ich sogar zwei Lösungen. Ich habe hier vorne einen Tank, den ich nachfüllen kann. Und ich habe hier drin einen Tank, wo es durch eine Blase, die sich dann im Inneren des Rahmens befindet, wo ich auch nachtanken kann. Und da könnte man es dann zum Beispiel so machen, dass man Energie und Wasser trennt. In den einen Tank mache ich meinen Energiemix, gelöstes Gel, was ich da auch immer bevorzuge, wo ich die Kohlenhydrate herkriege. Und den anderen Tank nehme ich einfach immer nur zum Wasser nachtanken. Das machen die Profis aber auch ganz unterschiedlich. Da sehen wir Flaschen zwischen den Armen, wir sehen Energieflaschen hinter dem Sattel und wir sehen auch Aero-Bottle, hier Cages, die dann eben diese länglichen Aero-Flaschen aufnehmen im Rahmendreieck. Also das muss man ausprobieren, da muss man gucken, wie man am besten zurechtkommt. Und das ist im Prinzip auch nicht anders als bei jeder anderen Langdistanz. Hier kommt aber halt, wie gesagt, dazu, dass man wahnsinnig viel Wasser nachtanken muss. Und ja, das funktioniert halt sehr, sehr gut, indem man einfach so ja, Systeme hat, wo man nachtanken kann. Oder halt, wenn man sagt, ich mache den Flaschenhalter zwischen die Arme, ja, dann wird einfach ausgetauscht. Das ist im Prinzip auch, an was man denken muss bei seinem Rad. Also kann man nicht nur hier für Hawaii nehmen, kommen ja nur die wenigsten in den Genuss, hier wirklich an den Start zu gehen. Aber gilt generell. Einmal diese Punkte durchgehen, was will ich machen? Für Age-Grouper natürlich immer noch wahnsinnig wichtig und für Profis auch. Bei einer Langdistanz muss man natürlich auch noch an Werkzeug denken, falls ich dann doch mal einen Platten habe und ich muss einen neuen Schlauch anziehen. Den muss man natürlich auch irgendwo hin tun. Da gibt es Boxen, da gibt es Lösungen, wo das hier im Rahmen versteckt ist. Auch da kommt es natürlich aufs Fahrrad drauf an. Wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man die richtigen Ventillängen dabei hat, dass man die passende Kartusche hat, den richtigen Adapter, dass er vorne aufs Rad drauf passt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja auch. Ihr macht das nicht wahrscheinlich zum ersten Mal. Vor allen Dingen alle nicht, die hier sind, die machen es auf keinen Fall zum ersten Mal, denn die haben das alles schon mal erfolgreich durchgezogen. Aber dieses Video soll einfach nochmal dazu sein, dass man sich nochmal darüber Gedanken macht, mit was für einem Race-Setup man an den Start gehen soll. Das ist von uns. Wir geben das Rad wieder ab und gucken dann erstmal in den nächsten Tagen, was da so bei der Wechselzone reingeschoben wird. Wir sind raus. Ciao.